Hallo Hertha-Fans, Hertha TV hat uns, die U19, heute beim Training begleitet. Und das macht dementsprechend auch mir als Trainer natürlich umso mehr Spaß dann auch. Sehr gut, komm! Oh. Wir wollen ein Positionstraining machen, wo mannschaftsübergreifend im Prinzip U17, U19, U23 zusammenkommen und auf den verschiedenen Positionen von allen Experten, die wir haben, Input bekommen. Also am Ende muss irgendwann richtig scheppern so am Ball. Hey, muss man hören. Klack, klack, weg, bap. Jawohl. Stark. Ohne großartig schnell zu laufen. Ja, muss die Tempo durch Passqualität. Balle. So eine Bälle. Ich muss flüssig abgehen. Jawohl. Versucht keine Querpässe zu spielen. Neuer. Selbst 10 zu 10 ist so leicht diagonal. Da geht's. Bam. Und zur Seite. Super, genau der. Gut. Okay, wir wechseln nochmal. Ja. Genau, dann ist er mit dem ersten vorbei. Mit dabei! Okay. Ja, gut. Ja. Gut, besser, viel besser. Ja. Gut, schön. Ja, das ist gut. Oh, sorry. Sehr gut, das ist ein perfekter Ablauf. Klar, also in erster Linie wollen wir immer mehr Wert darauf legen, einfach individuell mit den Jungs zu arbeiten. Also dass wirklich jeder in seinen Stärken, Schwächen und vor allem in seinen Anforderungen, was Positionen und so weiter angeht, da einfach noch konkreter werden, noch individueller werden. So das zum einen. Und zum anderen, und deshalb ja auch mannschaftsübergreifend, sehen wir den Vorteil so in einem noch größeren Miteinander dann unter den Mannschaften, auch unter den Trainern. Es sind immer gemischte Trainerteams dann auch. Hallo Hertha-Fans, hier ist Benz aus der U19 und ich zeige euch mal das Hotel und die Zimmer und führe euch mal ein bisschen rum, wie es hier abläuft. Worum geht ihr jetzt, Luki? Ja, zum Pool. Also vorbildlich die Maske an. Für Hertha TV, Max Mohrwinkel. Hey, nimm vier davon oder so, dann den Bademantel. Was du brauchst. So. Tag. Tag. Euer Zimmer, ganz schön unordentlich, aber. Erzähl doch mal. Ja, ich bin mit Mohr im Zimmer, Moritz. Deine Seite ist ein bisschen unordentlicher als meine, glaube ich. Aber sonst normales Zimmer. Kann man gut schlafen. Sind eh nicht so oft hier, weil wir eh immer am Trainieren sind. Ja. Schöne Aussicht. Geht's jetzt auch gleich zum Pool? Ab zum Pool. Zieh ich mich. Warte. Das war's jetzt. Ja. Das war's jetzt. Ein kleiner Einblick von den Zimmern und von uns allen. Und jetzt gehen wir zum Pool. Zieh dich um, du musst dich umziehen. Er ist hier, Trainer. Auch was sagen für Hertha TV? Nee. Nee? Ich bin noch nicht. Jetzt.
und rechts, das gleiche dann auch nochmal. Vollspann zurück, los geht's. Komm, machst du, fällt groß. Ja, so. Komm, geht groß rein. Ja, Platz. Nein, nein, ist nicht schwer. Also schöner Mann. Also wir gehen raus. Ich bleib aber stehen, ne? Du bist jetzt Basti. Ich bin jetzt Basti, ja. Also einmal raus, genau, einmal rauskommen, Tag, einmal spielen, Tag, einmal runtergehen. Dann für Luki. Luki geht einmal runter, weil du gehst einen vor, ich gehe einen raus, ja. Lerner geht einen weiter. Also steck ihn einfach durch. Genau, einmal nur durchstecken. Einmal durchstecken. Dreht sich Basti nur über die Seite auf? Ja. Nach vorne, flacher bei rechts, hochkommen, Hürden rüber, genau jetzt seitlich rüber, tak, 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 vorkommen, nochmal flacher bei rechts, nee, nur da, wo du jetzt bist, nochmal flach rechts. Aufbau 2, 1, 2. Also könnt ihr euch schon mal hinstellen. Grau wird auch gleich im Ballbesitz sein und eröffnen. Passiert, egal Tor aus, egal wo aus. Immer Eröffnung bei Tim, bitte. Auf geht's. In die Richtung ist egal, was ihr macht bei Rot. In die Richtung ist egal. Hey, Papi, komm! Hey, Feierabend für heute! Nello, wie waren die Torhüter? Die Torhüter haben die heute sich viel Mühe gegeben und auch viele Bälle gehabt. Und bei dieser Hitze, das war eine großartige Leistung. Leander, soll ich von Nopse fragen, ob du. Leander! Soll ich von Nopse fragen, ob du starke Waden hast? Waden, immer. Ich habe den stärksten hier in der Mannschaft. Bitte. Basti, wie war das Training? Anstrengend, aber gut. Hilfe! Trotz unglaublicher Temperaturen, gerade zu Beginn der Woche und auch heute wieder, bin ich doch immer wieder begeistert von der Art und Weise, wie die Jungs mitziehen. Also da sieht man weder am Anfang noch jetzt, so nach 3, 4, 5 Tagen, dass sie irgendwie nachlassen. So, sie sind wirklich am Limit, so, sie versuchen immer wieder ans Limit auch zu gehen. Das macht dementsprechend auch mir als Trainer natürlich umso mehr Spaß dann auch.